Folge von What the Future, unserem Vlog-Format. Heute mit Florian Fleischmann und Professor André Röhl von der Northern Business School. Er ist dort Professor für Sicherheitsmanagement. Und genau, wir haben in den letzten Wochen ein Projekt zusammen durchgeführt. Und worum es da eigentlich ging, ist, wie sich die Sicherheitsbranche allgemein verändert. Da hatte ich am Anfang einen Zeitungsartikel gelesen, dass einige sagen, ja, eigentlich verbessert es sich, andere sagen, es ist schlechter. Und genau, da haben wir dann auf Basis eines Projekts mal ein bisschen mehr reingeleuchtet, ein bisschen detaillierter uns das angeschaut, auch wie sich verschiedene Branchen verändern. Genau, und vielleicht möchtest du einmal einsteigen, was wir genau gemacht haben bei dem Projekt. Ja, generell haben wir ja gemeinsam uns angeschaut, nicht die Sicherheitslage verändert sich sehr stark weltweit, kannst du vielleicht kurz dazu was auch mit sagen. Und deswegen haben wir weltweit Daten mit hergenommen, um zu schauen, na, was kann man mit ableiten, wie verändert sich dieses Gefühl in Bezug auf veränderte Sicherheit, man hat Cybersecurity, ganz viel, was man online mitliest und wie kann man diese Daten letztendlich mit nutzen, um Sachen abzuleiten, wie sich Sachen mit verändern. Aber erstmal, was ist so gerade in Köpfen bei den meisten Leuten in Bezug auf Sicherheit? Man liest ja extrem viel in den Zeitungen darüber. Ja, also tatsächlich ist Sicherheit viel präsenter eigentlich in den Medien, als das früher der Fall war. Und die große Frage, wie ihr auch schon angedeutet habt, ist ja, sind wir heute eigentlich unsicherer als früher oder eben nicht? Und da muss man tatsächlich so ein bisschen differenzieren, muss zum einen sehen, natürlich gibt es heute neue Gefahren, die es früher so in der Form nicht gab. Das ist der Bereich Cyberkriminalität zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir aber schlicht und ergreifend ein ganz anderes Bewusstsein, was bestimmte Gefahren gegenüber betrifft und haben dadurch ein vielleicht etwas höheres Sicherheitsbedürfnis. Und da ist dann natürlich auch sehr schnell der Übergang geschaffen zum Thema private Sicherheit. Wenn wir uns das anschauen, in Deutschland die private Sicherheit vor 30 Jahren war kein so ein großer Faktor. Mittlerweile sprechen wir da aber über 270.000, 280.000 Mitarbeiter bei den Sicherheitsdienstleistungsunternehmen. Und dazu kamen dann noch viele Mitarbeiter, die in Unternehmen im Rahmen der Konzernsicherheit tätig sind. Also das ist schon eine große Anzahl von Mitarbeitern. Und da gibt es aber eben hinsichtlich der Frage, warum ist dieser Anstieg gewesen? In welchen Bereichen wird sich das noch weiterentwickeln? Gibt es eigentlich noch viele Fragen? Es sind noch viele Dinge offen. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass wir eben da zusammengefunden haben und über ein Projekt uns das mal angeschaut haben, was sich da aktuell dann entwickelt. Und was kann man so weltweit mitsehen? Du hast ja die Daten mitgesehen. Was siehst du so als weltweit die größten Trends, die daraus ersichtbar mit sind? Gibt es Unterschiede zwischen den Ländern? Verändert sich das ganze weltweite Gefüge nicht? Man sieht, China hat einen deutlich höheren Anspruch. Sieht man das auch? Ja, also wir haben im letzten Jahr bereits einen ersten Aufschlag gemacht und da haben wir uns ja auch die Patente angeschaut. Und es war ja wie in anderen Branchen natürlich auch, aber auch in der Sicherheitsbranche zu sehen, dass bei Patenten mit Bezug zur Sicherheitsbranche wir einen deutlichen Anstieg haben. Das waren dann hauptsächlich Patente, die was mit Vernetzung zu tun haben. Und insofern wird natürlich dieser Anstieg an Patenten, das wird sich irgendwann auch auf die Praxis in der Sicherheitswirtschaft zwangsläufig auswirken, weil auch nicht jedes Patent wird vielleicht am Markt erfolgreich sein, aber die Anzahl der Patente insgesamt, da wird schon mehr rauskommen und wird den Alltag dann auch verändern. Auf der anderen Seite, wenn man sich das weltweit anguckt, dann kann man feststellen, dass die Nachfrage nach Sicherheit auch zum Teil eben getrieben ist durch Regulation schlicht und ergreifend, also Stichwort Compliance. Das bewegt viele Unternehmen und was wir ja festgestellt haben, dass in Ländern, wo man von ausgehen kann, dass aufgrund einer starken Finanzbranche, sehr auffällig war da Singapur, eben das Thema Compliance eine besonders große Rolle spielt, dass da die Nachfrage zum Beispiel nach Compliance Officer und Mitarbeitern in diesem Bereich sehr, sehr groß war. Also insofern eine Standardisierung, eine Verrechtlichung ist hier sicherlich auch noch ein Treiber. Und was wir auch noch gesehen haben, was man durchaus in die Zahlen da auch reininterpretieren konnte, war, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen eine große Rolle spielen. Das heißt, was darf die private Sicherheit überhaupt? Und da haben wir in Deutschland natürlich eine besondere Rolle. Wie gesagt, lange spielte das in Deutschland nicht unbedingt so die große Rolle. Mittlerweile sprechen wir aber davon, dass die private Sicherheit eben auch Teil der Sicherheitsarchitektur ist, dass sie eben mit den staatlichen Behörden auch mit zusammenarbeitet, um Sicherheit in der Gesellschaft zu gewährleisten. Und da sind andere Länder ein bisschen anders aufgestellt. In den USA ist es durchaus
üblicher, dass eben private Sicherheitsdienstleistungen dort auch für Behörden erbracht werden. Sprich, dass beispielsweise Gefängnisse von Firmen betrieben werden, wo man auch häufig hört, dass Skandale in diese Richtung mitgehen. Sachen, die wir jetzt beispielsweise in Deutschland nicht mit haben, nicht, wo noch der Staat quasi diese Themen betreibt. Genau, in Deutschland ist das alles noch so ein bisschen im Fluss. Es soll jetzt ein Gesetz geben, wo diese Aufgabenbereiche auch nochmal neu geregelt werden. Aber das sieht man eben, denke ich, an den Zahlen immer auch schon ganz gut. Wir haben uns ja unterschiedliche Bereiche angeschaut, unterschiedliche Aufgabenfelder. Und da gab es dann eben auch im internationalen Vergleich schon Unterschiede, wo man sehen konnte, naja, hier ist Deutschland eben noch etwas hinterher oder hier ist Deutschland eben vergleichsweise stark. Es wird vergleichsweise stark nachgefragt. Das war etwa der Bereich Arbeitsschutz und auch Umweltschutz hängt daher mit dran. Und das ist natürlich ein Bereich, der in Deutschland traditionell schon immer eine große Rolle gespielt hat. Was mich erstaunt hat, ist, dass, wenn man sich jetzt nur die Patente mit angeschaut hat, man hat so die alten Länder gehabt, die führend mit waren. Frankreich hat ja auch einen großen Sicherheitsbereich. Und jetzt auf einmal über die letzten Jahre hat man gesehen, wie extrem es China aufgeholt hat. USA ist weiterhin noch ganz weit vorne. Wie erklärst du dir das? Merkt man so etwas oder wieso verändert sich gerade das Gefühl? Ist es im Prinzip, dass China in allen Branchen gerade so weit mit zulegt? Ja, das ist natürlich etwas, was hier in diesem Bereich der Sicherheitswirtschaft auch nicht anders ist als in anderen Branchen. Ja. Also dieses Thema der Vernetzung, das wird ja insbesondere in China auch staatlich sehr stark gefördert und das schlägt sich natürlich dann auch in der Sicherheitsbranche wieder. Also die Masse der Patente, wie gesagt, waren ja in diesem Bereich Vernetzung, Neuentwicklung von Videokameras, von Lautsprechern und so weiter und so fort. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt als einzelnes Patent so ein Game Changer, dass man sagt, das ist etwas komplett Neues, aber diese Art und Weise der Vernetzung, die da vorangetrieben wird, das ist schon etwas Neues und da ist sicherlich auch einfach die Masse an Patenten, die dort in China erstellt werden, ein entsprechender Faktor. Und bei uns in Europa entwickelt sich das eher noch eben, dass man hier ganzheitliche Sicherheitslösungen dann findet. Aber wir haben ja auch gesehen, dass es durchaus auch große europäische, auch deutsche Firmen gab, die da nach vorne mit dabei waren bei den Patenten. Ja, ich glaube, wir haben uns in die Augen geschaut, nicht als wir angeschaut hatten, wer hat eigentlich weltweit die meisten Patente in Bezug auf Sicherheit. Und auf einmal sieht man, dass Google ganz weit vorne ist. Nicht? Google hat man ja und auch Amazon, die immer mehr letztendlich Einzug auch in unser Privatleben mit haben. Durch Google Home, Alexa etc. Wie bewertest du das, dass die in Bezug auf Sicherheit, quasi Auswerten von Geräuschen etc., was macht das? Wie verändert sich das? Also zum einen ist das natürlich ein interessanter Aspekt, weil wenn man es mal auf die Spitze treibt, hat man im operativen Bereich im Sicherheitsgewerbe ja nur zwei Situationen. Entweder es ist langweilig, weil nichts passiert, oder es ist das totale Chaos, weil man auf unterschiedliche Herausforderungen sekundenschnell reagieren muss. Und gerade in dieser zweiten geschilderten Situation können natürlich bestimmte künstliche Intelligenzen vielleicht auch einfach helfen, indem Dinge dokumentiert werden, damit sie nicht verloren gehen, indem vielleicht auch Entscheidungshilfen weitergegeben werden. Da denke ich eben schon, dass es dort auch große Fortschritte geben wird, die sich positiv auswirken. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich, gerade wenn es um Sicherheit geht, uns auch immer die Frage stellen, wer hat am Ende des Tages die Verantwortung? Mhm. Die sollte schon immer noch beim Menschen liegen und insofern plädiere ich dafür, einer künstlichen Intelligenz, in welcher Form dann auch immer, letztendlich immer nur die Rolle einer Arbeitshilfe, einer Entscheidungshilfe dann zuzubilligen, weil in diese verantwortliche Entscheidung die Dinge wie Werte, Normen und so weiter, was da noch einfließt, das sehe ich eigentlich nicht, dass das künstlich abgebildet werden kann. Jetzt hat ja George Orwell schon vor einigen Jahren gesagt, ja, es geht so in eine Gesellschaft der totalen Überwachung. Was man, wenn man sich die Neuigkeiten und mit anschaut, was ja letztendlich in China mit passiert, nicht? Die nutzen Kameras, alle möglichen Instrumente, um zu sehen, was machen eigentlich meine Bürger? Machen sie das Richtige? Verhalten sie sich richtig? Wo das Verhalten quasi festgelegt wird, was richtig ist durch den Staat. Jetzt haben wir auf der anderen Seite Google, nicht? Die letztendlich überall Mikrofone haben, überall Kameras weltweit. Ist Google eigentlich sowas wie, sage ich mal, ein überwachender Staat, nur als Privatfirma? Und gibt es da auch so Themen, wo man drauf sagen muss, wir in Europa sind ja eher konservativ, zu sagen, wir sollen diese Themen auch mit regulieren. Auf der anderen Seite in den USA ist ja eher das Mindset ist nicht so wichtig.
Wie bewertest du das? Dazu muss ich zum einen sagen, wenn man sich dieses ganze Thema mit digitaler Sicherheit, Cybercrime und so weiter anschaut, dann tut sich da derzeit weltweit sehr viel. Da tut sich in Deutschland auch sehr viel. Es gibt neue Behörden, neue Netzwerke, die eben versuchen, die aktuellen Probleme erstmal hinsichtlich ihrer Relevanz, ihrer Auswirkungen zu bewerten. Das ist ja auch ein großes Problem, erstmal ein vernünftiges Lagebild zu haben und zum Zweiten auch hier geeignete Gegenmaßnahmen zu machen. Und wenn man sich das international anschaut, habe ich schon den Eindruck, dass der Trend der Regulation zunimmt. Also dieses unkontrollierte Cyberraum, mit dem wir jetzt eigentlich in den letzten Jahren immer zu tun hatten, an dem wir uns gewöhnt haben, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob der in Zukunft noch bestehen bleibt. Also ich denke schon, dass sich da was verändern wird, bis hin zu Bestrebungen einzelner Länder, die sagen, wir schaffen uns ein eigenes Internet, wo wir eben viel mehr Kontrollmöglichkeiten haben. Was Russland ja jetzt gesagt hat, nicht, dass sie die Möglichkeit haben möchten, im Falle einer Attacke, dass sie sich komplett abschotten können. Genau, und dieser Punkt der Resilienz insgesamt, also eben auch von staatlicher Seite, auch hinsichtlich der Gesellschaft, dort einfach mehr Sicherheiten zu schaffen, das ist, denke ich, ein Trend, der so die nächsten Jahre sich fortsetzen wird. Ja. Und da ist natürlich dann die Frage, wie sich dieser Trend dann zum Beispiel auch auf die Rolle von Unternehmen auswirkt, die in diesem Bereich tätig sind. Ja. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass für bestimmte Unternehmen vielleicht auch Teile ihres Businessmodells dann schlicht und ergreifend wegfallen. Wir haben ja jetzt eine Diskussion, die ist in einem gänzlich anderen Bereich, bei YouTube zum Beispiel, aber auch da stellt sich ja die Frage, lasse ich das so zu, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist? Schaffe ich neue Regeln? Entziehe ich damit vielleicht auch YouTube zum Teil die Grundlage des Businessmodells? Und diese Diskussion, denke ich, wird sich im Sicherheitsbereich bezogen auf Datenschutz in den nächsten Jahren auch so fortsetzen. Ja. Jetzt habe ich verstanden, im Sicherheitsbereich, es verändert sich viel, nicht? Man hat Digitalisierung, man hat neue Arten von Gefahren, auf die man reagieren muss. Was bedeutet das eigentlich da, wenn du mit deinen Studenten sprichst, was rätst du eigentlich denen? Was sind eigentlich die neuen Fähigkeiten, die sie entwickeln müssen? Wo siehst du auch Probleme, dass wir gewisse Sachen mit haben, die jetzt vielleicht automatisiert werden etc., die sich sehr schnell über die nächsten Jahre mit verändern werden, wo sich die Menschen dann auch weiterentwickeln? Also zum einen denke ich, ist es wichtig, auch wenn wir über diese ganzen Sachen wie digitale Kompetenzen und so weiter reden, nicht zu vergessen, dass auch die klassischen Kompetenzen und die klassischen Aufgaben im Sicherheitsbereich weiter von Bedeutung sein werden, weil es bringt mir am Ende des Tages nichts, wenn mein IT-System in meinem Unternehmen gut geschützt ist, aber trotzdem jeder zur Tür hineinkommt oder durchs Fenster kommt. Also wir erleben eigentlich, könnte man fast sagen, sogar eine Renaissance der klassischen Sicherheitsaufgaben, weil in den Unternehmen das Bewusstsein für Sicherheit durch diese ganze Cyber-Security-Debatte gestiegen ist und aus diesem Wege sozusagen aber auch die klassischen Aufgaben wieder stärker in den Blick genommen werden. Also klassischer Perimeterschutz, also wer kommt rein, wer kommt nicht rein, das nimmt an Bedeutung zu oder nimmt wieder an Bedeutung zu. Zäune wieder bauen. Ja, nicht bauen, aber systematisch zu kontrollieren. Das ist ja immer, das eine ist ja, ich habe den Zaun, aber ich muss eben auch sicherstellen, wer kontrolliert, wer entscheidet, wer rein darf und so weiter und so fort. Ja. Und das ist ja nur ein sehr plastisches Beispiel, aber eben so andere klassische Aufgaben im Bereich Reisesicherheit beispielsweise, Beratung der Mitarbeiter, interne Ermittlungen, Dinge, die also nicht unbedingt jetzt mit Digitalisierung am Ende des Tages zu tun haben, aber das sind Dinge, die letztendlich auch gemacht werden müssen und auf die können wir nicht verzichten in Zukunft. Ja. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, für die Studierenden natürlich auch mal so ein bisschen am Ball zu bleiben und zu sehen, was kommen für neue Gefahren auf uns zu, was kommen für neue Gefahren auf die Unternehmen zu. Und da müssen sie natürlich in der Lage sein, eine vernünftige Risikobewertung zu machen. Und wie weit stellt das eine Bedrohung für das Unternehmen dar? Was müssen wir, was können wir dagegen tun? Und ganz wichtig wird es, glaube ich, für alle, die in dem Bereich tätig sind in den nächsten Jahren sein, sich immer regelmäßig zu vernetzen. Weder die Sicherheitsbehörden alleine noch die Unternehmen alleine werden in der Lage sein, die Herausforderungen wirklich zu bewältigen. Sprich bessere Kommunikation untereinander, dass es nicht individuelle Inseln sind, die alle unabhängig voneinander arbeiten, sondern dass sie zusammenkommen. Informationsaustausch, was gibt es derzeit für Bedrohungen, Best-Practice-Ansätze und so weiter und so fort, dass man diese Möglichkeiten sehr stark nutzt. Da gibt es auch schon etliche Bestrebungen, aber das ist, denke ich, eine Aufgabe, die ein Sicherheitsmanager in der Zukunft auf jeden Fall immer noch wahrnehmen muss. Christine, du hast ja letztendlich die ganzen Auswertungen jetzt mitgemacht, nicht? Die ganzen Daten mitgenutzt und
es verändert sich ja auch Themen über Generationen hinweg, nicht? Du bist auch mit Handys aufgewachsen, Google Home und so weiter sind so alles so Themen, die du jeden Tag am Ende des Tages mit nutzt. Wenn du jetzt siehst, beispielsweise Google geht ganz stark in dieses Thema Sicherheit mit rein und du gibst deine Daten her, was macht das so mit dir? Also gerade bei Google habe ich eher nicht so ein sicheres Gefühl, wenn ich ehrlich bin, weil man einfach keine Transparenz hat, was genau mit den Daten passiert. Man weiß nicht genau, was für Daten überhaupt gesammelt werden. Und also es ist schon auch wichtig, sich auf diese traditionellen Bereiche eben verlassen zu können, finde ich auf jeden Fall. Aber gerade auch diese Sachen wie Cybersecurity und so müssen irgendwie auch ein bisschen verständlicher gemacht werden, finde ich, einfach für uns einfachen Leute, sage ich mal. Dass man da einfach weiß, was wird überhaupt analysiert, was wird dadurch besser gemacht, dass diese Daten gesammelt werden, weil sonst hat man einfach diese Unsicherheit selber. Und da sehe ich auch einen essentiellen Teil in unserem Bildungssystem, weil wenn man sich anschaut, was man in der Schule beigebracht bekommen hat, ist letztendlich nichts Großartiges mit dabei, die einem so erzählen, naja, Internet nutzen ja, aber was kann das auch letztendlich gegen einen verwendet werden? Also letztendlich diesen Gefahren auch sich bewusst mit ist. Ich weiß nicht, ging es hier anders, dass du was anderes? Nee, also das wurde einem nicht erklärt damals. Nee. Aber da fing es ja auch gerade erst an mit, dass das Internet wirklich auch breit genutzt richtig. Wird und jeder irgendwie Zugang hat und auch vor allem jetzt jüngere Generationen ist es wahrscheinlich noch viel wichtiger, weil es immer früher wird, dass die Kinder schon mit Smartphones rumhantieren und die wissen halt gar nicht, was passieren kann mit Bildern und Daten und was weiß ich, was man alles hochladen kann. Also da muss man früh genug anfangen, denke ich. Und das wird, glaube ich, noch nicht so breit gemacht. Also auch. Aber ich auch denke, dass man in der Diskussion jetzt manchmal den Eindruck hat, dass man die Verantwortung zu stark auf den Endnutzer, zu stark auf den Mitarbeiter versucht abzuladen. Sicherlich geht es darum, dass der Mitarbeiter aufmerksam sein muss, was er für Mails öffnet im Unternehmen oder ob er jetzt einen Stick auf dem Parkplatz findet, dass er den dann nicht in seinen Dienstrechner dann steckt und so weiter. Aber am Ende des Tages wissen wir ja auch, dass im Bereich Cyberkriminalität auch schlicht und ergreifend viele Staaten dahinter stecken. Und da ist es, glaube ich, erforderlich, ein bisschen mehr zu machen, als nur das auf die Mitarbeiter abzuschieben und zu sagen, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass wir hier nicht angegriffen werden oder dass keine Schäden entstehen. Mhm. Also insofern so Themen wie Security by Design, dass ich von vornherein, wenn ich etwas entwickle, mir überlege, wie sieht es dort mit der Angreifbarkeit aus oder wie sieht es bei bestimmten Prozessabläufen in meinem Unternehmen aus? Kann ich da angegriffen werden oder nicht? Oder was mache ich, wenn ich angegriffen worden bin? Also Stichwort Resilienz, wie kann ich die Kontinuität in meinem Unternehmen weiter sicherstellen? Also ich denke, das sind Themen, die dann auch mit dazu kommen müssen. Ich finde das in der Diskussion mal ein bisschen einseitig, wenn man eben sagt, ja, der Mitarbeiter, der Endnutzer, der muss viel mehr aufpassen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages müsste ich ihm dann auch dafür mehr Zeit geben, schlicht und ergreifend, wenn er das dann machen soll. Ja. Und die Frage ist eben, kann er das dann überhaupt, wenn man sich anschaut, wer steht dann tatsächlich auf der anderen Seite? Also das muss, denke ich, ein gesundes Zusammenspiel sein zwischen der Awareness bei dem Mitarbeiter, beim Nutzer, aber natürlich müssen die Rahmenbedingungen, die von den Unternehmen im Bereich der Kinder, vielleicht auch von den Schulen oder von der Gesellschaft insgesamt gestellt werden, das muss einfach zusammenpassen. Ja. Letzte Frage. Es waren jetzt Hunderttausende an Daten, die da mit drin waren, die analysiert wurden. Was waren so das Überraschendste für dich, beziehungsweise für dich, was ihr damit rausgezogen habt? Also für mich, dass auch gerade dieses, wir hatten ja einen Bereich Protection and Surveillance, also das sind ja eher diese traditionellen Bereiche, dass das doch noch eben ein sehr großer Bereich ist und im Gegensatz dazu dann Cybersecurity noch nicht so viel ausgemacht hat, wie ich das jetzt erwartet hätte. Also das hat schon gezeigt, dass auch die traditionellen Branchen da noch sehr, sehr wichtig sind auf jeden Fall. Da hätte ich im Vorhinein einfach erwartet, dass Cybersecurity schon viel weiter ist, gerade auch in Bezug auf wie viele Leute quasi gebraucht werden, wie viel gesucht wird. Genau, ja. Ja, ich meine, wir hatten ja auch im Jahr davor schon mal eine Momentaufnahme gemacht und da war es so, dass Cybersecurity deutlich stärker nachgefragt war. Das hat mich jetzt auch überrascht, dass es dieses Jahr nicht so viel war.
Allerdings haben wir ja auch uns angeschaut den Verlauf, den Nachfrageverlauf übers Jahr und haben festgestellt, dass es dort in den klassischen Themenbereichen, die wir definiert haben, auch immer Peaks gab. So saisonale Schwankungen. Und das gab es bei Cybersecurity nicht. Und das könnte man vielleicht dahingehend interpretieren, dass hier vor allem auch externe Einflüsse eine Rolle spielen, dass das Thema im Hochkoch, dass dann sehr viel nachgefragt wird. Und wenn das Thema dann so ein bisschen aus den Medien verschwunden ist, dass das ein bisschen weniger ist. Das ist natürlich ein Punkt, den müssen wir jetzt in den nächsten Jahren weiter betrachten. Da kann man jetzt eben derzeit nur Vermutungen anstellen, warum das dann so ist. Ja. Vielen Dank. War sehr, sehr interessant. War sehr, sehr spannendes Feld auch für uns, was wir so noch nie so wirklich betrachtet haben, was man letztendlich einfach so indirekt durch die Medien immer mit hinbekommt. Aber da einfach nochmal so einen Einblick über die Daten mitzuerhalten, was sich verändert, wie auch die Verhältnisse sind, nicht wie du sagst, Cybersecurity im Vergleich zu klassischen Sicherheitsthemen, fand ich sehr, sehr interessant. Ja, und für uns ist es natürlich dann auch interessant, weil wir uns ja auch angeschaut haben, was sind so die Schwerpunkte in den Stellenausschreibungen. Das heißt, was muss der Sicherheitsmanager der Zukunft eigentlich können oder womit kann er sich jetzt am Arbeitsmarkt gut positionieren? Und das sind natürlich Dinge, die wir auch reflektieren und vielleicht in den Studiengang damit einfließen lassen können, wenn wir eben sehen, dass sich da Veränderungen im Markt ergeben. Und das ist natürlich dann für uns auch sehr interessant und für die Studierenden natürlich interessant auch die regionale Aufteilung, die wir gemacht haben. Wo werde ich also vielleicht den Arbeitgeber, den ich gerne haben möchte, in Zukunft dann auch finden tatsächlich. Also insofern, da stecken sehr viele interessante Daten drin und ich freue mich schon auf nächstes Jahr, was wir daraus finden. Wir auch. Ja. Vielen Dank. Dankeschön.